Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, es ist Donnerstag und wir präsentieren Ihnen auch heute wieder zwei Rezepte zum Nachkochen. Und morgen am Freitag geht es für Sie dann raus in die Region, in die Bundesländer. In dieser Woche sind wir in Tirol unterwegs. Ich zeige Ihnen, was man in der Freizeit alles erleben kann in Tirol, wohin man besonders gut essen geht und wer die regionalen Produzenten des Landes sind. Kulinarisch begleitet uns in dieser Woche ein Koch, der hat sein Herz an Tirol verloren. Seine Frau kommt aus Südtirol und er hat sich ganz der Südtiroler und Tiroler Küche verschrieben. Sein Name ist Christian Hemmer. Er hat in Wien ein wunderbares Restaurant des Hemmers und heute hat er für Sie Folgendes mitgebracht zum Essen. Es gibt als Vorspeise Reh Carpaccio mit Granatapfelkernen und Walnüssen. Klingt schon mal gut. Und dann gibt es als Hauptgang gebratene Maishändelbrust in der Maroni-Kruste auf cremigen Berglinsen. Ein Hallo an unseren Christian. Servus, hallo, Christian. Servus, grüß dich. Hallo, Schaib, hallo, das so schön abgelesen. Ja, wunderbar. Reh Carpaccio. Ja, wir machen das auf einer etwas neuartigen Art. Wir werden das nur scharf anbraten, dass es außen schön geschlossen ist, innen roh ist und werden es dann ganz dünn aufschneiden. Okay. Und werden dann einfach ein schönes Dressing machen, Champignons dazugeben und das Garnitur, ein paar Granatapfelkerne drauf, ganz was Leichtes. Mhm. Ich stehe dir auch heute zur Verfügung zum Helfen. Was darf ich denn machen? Wir werden als erstes gleich mal das Rehnüsschen braten, dass wir da gleich mal... Was ist Rehnüsschen? Sag, was ist die Nuss? Welcher Teil das ist das? Das ist vom Schlögel, von der Schulter, innen die Nuss. Ja? Das nennt sich Nuss, da gibt es eine Schale und in der Schale sitzt die Nuss drinnen. Okay. Ja? Und das nehmen wir, weil das kann man recht schön aufschneiden, braten und haben wir wieder die Oberfläche schön und unten schön marmoriert und gerade und so werden wir das braten. Wir werden das so in der Pfanne anbraten. Kriege ich beim Fleischer, Metzger? Bei jedem Fleischhocker kriegst du das zum Kaufen überhaupt. Muss ich bestellen? Nein. Gibt's? Nein. Vom Reh vielleicht nicht, ja, aber wenn von jedem anderen Tier ist es an und für sich kein Problem. Mhm. Aber es wäre wahrscheinlich beim Wild sehr gut, es vorzubestellen. Das würde ich schon wagen. Als Tipp. Als Tipp vielleicht zum Vorreservieren. Ja. Können dann dabei für die Vorspeise schon die Champignons, die werden wir schälen und schneiden. Da geben wir dann das Garnitur drauf. Die lassen wir roh. Ja, die lassen wir roh. Ich schäle einen Champignon. Sag mal das einmal, dass ich weiß. Also das zeigen wir. Warum muss ich den überhaupt schneiden? Ja, wenn man die Haut wegnimmt, ja, und dass man das halt wirklich schön essen kann. Erstmal kriegt ist man dann jetzt nicht ein bisschen kleinlich? Nein, ich bin nicht kleinlich. Wir haben Zeit für sowas. Wenn man was gleich Gescheites und Gesundes essen will, dann macht man das. Ja. Wir wollen sie nicht waschen. Oder wir waschen es natürlich. Aber dann nehmen sie die ganze Feuchtigkeit ganz vom Wasser. Ehrlich, wenn ich zu Hause einen Stress habe, ich fange nicht die Champignons zum Schälen an. Aber ich schäle sie jetzt für dich, einfach weil du bitte mir das gesagt hast. Genau, du schälst jetzt genau, die vier wortlos. Stück. Wortlos mit einem gewissen Grant in mir drin. Ja, kennst du das von daheim? Ja. Ich habe ja eine Frau zu Hause. Ja, und lass deine Frau in Ruhe, die ist so lieb. Ich mache dabei die Maishändelbrüste, weil die dauern eigentlich am längsten. Ich gebe mir dann in den Ofen. So, die werde ich dabei herrichten und würzen und anbraten. Ja. Während du die... Warte, ich sage noch was zu den Champignons, weil die sind von einer ganz besonderen Frau, von der Cornelia Planck aus Tauer. Die züchtet Schwammerl und zwar das ganze Jahr über. Und die Champignons, die haben wir von ihr bekommen. Und an der Stelle, liebe Cornelia, sage ich herzlichen Dank. Richte an dich ganz persönlich die Frage, ob man Champignons tatsächlich schälen muss. Und du kannst mir dann schreiben, Cornelia. Geben, ja. Du, der erste Adventssonntag steht quasi vor der Tür. Ja. Die Adventzeit, kannst du das als Koch genießen oder geht es an dir vorüber? Ich genieße das, wenn ich am Wochenende, nachdem wir am Wochenende geschlossen haben. Ah, okay, verstehe. Aber am Christkindlmarkt gehen kann, dann genieße ich es. Ansonsten ist es eine relativ stressige Zeit in der Gastronomie. Wie sind die Christkindlmärkte in Tirol? Hast du da den einen oder anderen schon mal besucht? Sehr traditioneller als wie in Wien. Also traditioneller? Nicht, ja, nicht dieses Grimschi-Gramschi. Ja. Ja, sondern eben sehr traditionell. Sehr viel Handwerkskunst. Ja, ja. Super. Was eigentlich sehr schön nett ist und hat Sinn der Sache eigentlich sein sollte. Warte mal, ich verpasse nämlich gerade das Beste, weil ich so mit dir Quark, was, wo, wie... Ich habe einfach das die Maishändelbrust, ja, salzen, pfeffern. Ja, ja, mach das nur einmal für mich, ganz und langsam. Dann einfach auf der Hautseite anbraten. Mhm. Und das war's. Das war's. Und so heißt der Maishändel. Weil es mit Mais... Gefüttert. Genau.
Und was macht da den Unterschied dann? Es ist vom Fleisch her, es ist auch kein Industrieprodukt, ja, sondern wirklich ein schönes, natürliches Produkt. Und du merkst von der Farbe vom Fleisch her, es ist viel dunkler und nicht so hell wie ein Industriegeflügel. Wie hätten Sie es denn gerne? Die dann einfach nur grob in Scheiben. In Scheiben, das kann ich. Ja. Mhm. Nimm mir nur, glaube ich, ein besseres Messer da. Ja. Legen wir uns dann beiseite. Schau, dann mache ich dabei das. Das Re-Carpaccio, was wird das? Wird auch gesalzen? Salzen, Pfeffer natürlich, dass man Geschmack reinbekommen. Die Pfanne ist jetzt sehr schön heiß. Ich schiebe jetzt einfach bei 140 Grad 15 Minuten ungefähr in den Ofen. Das ist jetzt Umluft? Das ist Umluft. Passt das? Ja, das passt, Umluft. Wir können auch Ober-Unterhitze nehmen. Ist egal. Umluft geht genauso. Dann könntest du derweil das Rehnüsschen in der Pfanne scharf anbraten. Geht schon. Heiß. So, wo lege ich das jetzt zuerst rein? Mit der gewürzten Seite. Mit der gewürzten Seite zuerst nach unten. Gut. Und Sie sehen, das ist quasi die Oberseite, gell, die wir dann servieren. Und das ist die Unterseite mit der Marmorierung. Seid ihr dann Weihnachten in Tirol? Ich bin ein paar Tage in Tirol und fahre dann nach Südtirol ein paar Tage. Dann noch zusätzlich. Also deine zweite Heimat, oder? Ja, meine zweite Heimat. Die Heimat von der Frau natürlich auch. Und dort muss man hinfahren. Das ist eben sehr traditionell. Man konzentriert sich aufs Wesentliche, was im Leben ankommt. Mhm. Und das ist Essen sehr, und sehr trinken. Essen und trinken, sitzen, plaudern. Mhm. Das ist einfach das Wichtigste. Ja. Raus? Rausgeben am Teller, so, und jetzt gehen wir in den Kühlschrank. In den Kühlschrank? Dass es kühl wird, natürlich. Muss ja kalt sein. Carpaccio sollte ja kalt sein. Und dann schneiden wir es einfach in dünne Scheiben auf. Okay, und es ist jetzt egal, dass das jetzt ganz heiß ist? Das ist jetzt egal, ja. Mhm. Brauchst du die Pfanne noch? Nein. Dann werden wir uns in der Zwischenzeit vielleicht anfangen mit diesen cremigen Berglinsen. Ja. Da nehmen wir ein bisschen Olivenöl, das haben wir da. Das ist Olivenöl, ja. Da haben wir die Berglinsen, die sind eingeweicht. In Wasser haben wir die einfach eingelegt? Eingeweicht, ja. Da haben wir ein bisschen Gemüsefond. Dazu brauchen wir dann noch einen Apfelessig, den habe ich dann schon hier. Mhm. Ja. Und ein bisschen Honig. Honig, das hast du da dazu. Und die Zwiebel, hat die noch eine Bedeutung? Die Zwiebel nehmen wir dann auch, die schneide ich dann zuerst. Soll ich? Dann ich mache das gerne. Würfel, rot, weiß? Ist egal, aber wirklich nur maximal die Hälfte. Und das ist schon fast zu viel. Mhm. Ich schneide einmal und dann kannst du reintun, was du reintun möchtest. Ja. Kommt die Zwiebel als erstes rein? Ja. Schau, dann streife ich als erstes mal das ab, was vom Messer ist. 1, 2, 3. Ja. Noch mehr? Ein bisschen noch, aber das, was noch übrig ist. Ich kann nicht zu viel Zwiebel haben. Knoblauch? Nee, Knoblauch kommt überhaupt nicht dazu. Jetzt nehme ich die Linsen. Mhm. Das hat er zurück, weil das ist wirklich schön heiß. Die sind vorgekocht, das sind Berglinsen. Mhm. Die werden einfach eingeweicht und dann werden sie eine halbe Stunde vorgekocht. Mhm. Dass sie ein bisschen am Bissen haben. Würdest du gern mit Linsen kochen? Ja, ich liebe Linsen, weil du extrem viel damit machen kannst. Du kannst mit Linsen so geniale, du kannst das cremig machen, du kannst das Natur machen, du kannst Linsenpuffer machen, du kannst also einen Linsensalat machen. Mhm. Du kannst eigentlich mit Linsen super, ist natürlich eine Suppe, was natürlich auch sehr toll ist, wo du werken kannst. Ja, und das proteinreich, oder? Proteinreich natürlich, ja. Oder? Und sehr gesund. Ich schaue unseren gut gebauten Kameramann an, der weiß, danke. Der weiß, was gut ist. Der weiß, was gut ist, was Muskel gibt. Ja, genau. So, stellen wir hier auf die Seite, das lassen wir ein bisschen ziehen. Mhm. Jetzt machen wir dann für das Carpaccio, machen wir uns die Dressing vor. Ja. Da brauchen wir die Limette. Oder Zitrone, glaube ich, ist das, ja. Also es ist eine Zitrone, auch wenn sie sehr grün ist. Wir wissen nicht, wieso. Ich glaube nur immer, es ist eine Limette. Es ist, muss eine Limette sein, oder? Nein, ich meine, die ist ja auch so hart, oder? Es ist eine Zitrone, komischerweise. Ja. Eine Limette war auch kleiner, gell? Ja, genau. Man weiß es nicht. Ja, schau, die ist ja auch so hart. Du hast stärkere. Hat schon, wenn man es am Anfang... Kleiner Trick. Ja, hätten wir vorher machen sollen, gell? Die ist wirklich sehr fest, ja. Siehst du? Oh. Ja, die ist über,
überroh. Das ist überroh, ja. Aber das reicht schon für diese Menge, dann nehmen wir die zweite dazu. Zweiter? Die nehme ich dazu, ja. Schau, mit bloßen Händen hat er sie erlegt. Da sind die Köche, was die, wie das ist. So, da rühren wir jetzt rein. Sind das deine Knochen, die sind gewachsen oder die Element? Was ist denn das? So, jetzt schon ein paar Wochen aufhalten. Weißt du, her da? Was mache ich da gleich auf? Danke schön. So, da rühren wir jetzt rein Salz. Ein bisschen Salz, ja, habe ich da. Und Olivenöl. Salz. Achtung, Pfeffer. Olivenöl. Ja. Und sonst noch was? Ja, und dann einmal verrühren und einfach normal abschmecken, genau. Das war's? Das war's eigentlich, ja, wenn man das ja ganz touristisch halten, gar nicht irgendwie großartig. Für was machen wir das jetzt nur einmal? Fürs Carpaccio. Ah, okay, das kommt dann oben drüber. Genau, wir dann mit dem Löffel das Carpaccio nabieren, wir schneiden es dann auf, dann das Carpaccio nabieren, dann kommen die Walnüsse dazu und die Granatapfelkerne. Okay. Und natürlich die wunderschön geschnittenen Champignons. Wunderschön geschnittenen Champignons. Die Linsen köcheln, wir jetzt nehmen jetzt die... Was ist das? Die Kruste, für die Maroni-Kruste. Ah, das sind Maroni? Fürs Maishändchen. Aufgeschnittene Maroni, ja. Also Maroni klein gehackt. Also gekocht, man kann sie schon gekocht kaufen, ja, und einfach hacken. Okay. Ja. Wir haben übrigens alle Rezepte für Sie zusammengefasst auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/silviakocht. In der Nachlese, ja. In der ORF-Nachlese sind alle Rezepte drinnen. Und natürlich auch im ORF-Teletext auf der Seite 356. Das weißt du besser als ich. Und wer nicht nur lesen möchte, sondern probieren, der geht zum Christian ins Hemmers zum Essen. Da muss noch hinkommen, genau. So, die brauchen wir später. Wir nehmen als erstes, wir nehmen für die Kruste Semmelbrösel, ja. Maroni, Haselnusskerne. Ja. Ja. Alles gehackt. Alles gehackt, ja. Mhm. Das dann wir in Olivenöl leicht anschwitzen. Zuerst die Brösel, damit wir ein bisschen Farbe reinbekommen. Mhm. Dann ich lege mal los. Ja. Alles. Ja. Also Semmelbrösel. Ja. Dann haben wir Löffel brauchen, Maroni rein. Kannst. Oder die Nüsse zuerst? Zuerst die Maroni. Zuerst die Maroni, ja. Alles? Ja. Maroni. Warte mal. Dann. Die Haselnüsse, die geriebenen. So. Die lassen wir jetzt einfach ein bisschen ziehen. Was machst du mit dem? Ich mach mit dem Löffel. Mit dem Löffel ist egal. Man könnte dann jetzt dann noch ein bisschen, wenn wir zu wenig Öl drin haben, geben wir noch ein bisschen Öl nach. Mhm. Olivenöl. Das lassen wir einfach ein bisschen anrösten, dass wir eine schöne Farbe bekommen. Salzen, ein bisschen pfeffern. Soll ich jetzt schon Salz dazu geben? Ja, kann man schon dazu geben. Ein bisschen Pfeffer dazu dann. Ich habe die Pfeffermühle. Ja, ich schaue nur auf die Maishähnchen. Mhm. Sind auch schon perfekt im Ofen. So, Pfeffer. So. Mhm. Schon gut. So. So, Knoblauch brauchen wir, den dann wir leicht andrücken, nur andrücken, ganz leicht, ja. Passt schon, nicht sehr drücken, nur andrücken. Gehen wir an da dazu, schau. Mhm. Lass mal einfach mit. Passt nur an? Nein, da geben wir jetzt ein bisschen an Zweig Rosmarin dazu. Wo genau? Da rein? Ja, hoppala, brauche ich, schau. Das ist quasi nur zum Aromatisieren. Ja, das ist aromatisieren. Oder? Das ist zum, ich habe es ja jetzt ganz, wie du merkst, also jetzt ganz gern. Doch zu, das ist doch nur für die Show, dass wir da das Zeug alleine haben, oder? Ich wollte das nachher merken. Wirklich? Also eine leichte Note kriegt. Warte, nehmen wir da noch ein bisschen Ding. Schauen wir Gemüse vorne für die Linsen. Schau, da lassen wir das so lange immer, bis die Flüssigkeit. Also ich würde nur sagen, ich habe heute die ganze Arbeit gehabt. Ja, natürlich. Ja. Ich tue dann Linsen rühren. 20 Minuten die Linsen verfeinern. Und ich Champignons geschnitten. Aber am letzten Tag hast du dann schon so viel gelernt, dass du quasi halt das dann... Das stimmt. Ja. Das ist die Frage, ob ich bei dir jetzt quasi die Lernschlussprüfung gemacht habe. Das hast du eigentlich gar nicht mehr kommen müssen, oder? Na, du musst immer da sein, weil das ist sehr lustig mit dir. Ich habe aber für dich zur Entspannung auch drüben schon aufgedeckt. Wirklich? Das heißt, wir können dann drüben ein Gericht essen und da ist der Wein dann auch schon für dich. Oh, sehr schön. Na, wunderbar. Dann werden wir das heute genießen. Mhm. Das ist heute schon der erste Advent quasi, oder? Jetzt Christkind ist auch schon da. Ja, Wahnsinn. Du so, schau Silvia, das sind jetzt die Linsen. Ja. Da gebe ich jetzt ein bisschen Apfelbalsamico. Okay, was könnte ich nehmen, wenn ich sowas nicht zu Hause habe? An Fruchtessig, aber natürlich keine Beeren. Aber kein, ich könnte keinen Apfelessig nehmen. Kannst du auch nehmen, aber halt natürlich dann sehr sparsam damit umgehen, weil der natürlich viel schärfer ist als wie... Balsam ist immer milder. Balsam ist milder. So, da kommt jetzt dann der Honig rein, weil da steht er noch so schön. Genau, gehen wir da rein. In die Linsen? In die Linsen, warum ja. Warum kommt das jetzt in die Linsen ja, rein? Wirst du dann merken, Apfel und Linsen passt natürlich sehr gut. Ach so. Und wir machen das ja auf cremige Basis. Wir lassen
wieder das Obers und das Bindemittel weg, sondern wir lassen es halt ganz natürlich. Also man sieht, du kriegst einen super schönen glänzenden Glanz zusammen, es glänzt schon und es kocht sich halt wirklich schön ein und dadurch wird es halt dann cremig, ohne dass wir irgendwie was Künstliches wie Mehl oder was dazugeben müssen. Mhm. Ja? Kennen wir aus. Perfekt. Sehen Sie das, wie schön die glänzen? Ist ja wie in der Autowerbung da bei dir. Ja. Die schauen ja fast schon lackiert aus, deine Linsen. Ja. Wo ist eigentlich unser Reh? Ah, das ist im Kühlschrank. Das ist im Kühlschrank. Wir werden jetzt nur noch zum Maishändl ein bisschen Rosmarin geben oder Olivenkraut, was ich da sehe, was du hast, oder ein bisschen Knoblauch, damit wir ein bisschen Geschmack bekommen. Und dann könntet man... Viel Olivenkraut, wenig Olivenkraut. Ein bisschen über... Ja, genau, das passt. Ja, das ist schon... Ein Stammel vielleicht. Schau, ich ziehe das jetzt raus. Das kannst du da weiter reingehen. Schau, da haben wir schon das Ding. Schau. Das legen wir einfach schön drauf. So? Ja, genau, da ist ein bisschen ein Ding. Upsi, warte, ja, Achtung, heiß. Passt, nicht verbrennen und so. Ja, so. 2-3 Minuten und das sind wir dann schon soweit fertig. Mhm. So, ich hole jetzt das Fleisch raus. Ja. Zap, zap, zap. So, der Bauer hat mir jetzt nur ein Stück. Vielleicht was brauchst du denn? Eine Küchenrolle? Küchenrolle, damit wir ein bisschen trocken tupfen. Mhm. Dankeschön. Das wird nur ganz kurz anbraten. Weil das geschwitzt hat, oder? Das ja, kann man so sagen. Natürlich. Geschwitzt und natürlich auch durch die Schließen der Bohren. Ja. Ja, ich schneide mal kurz an und probiere. Das macht das effektvoll, dass wir es gut mitfilmen können. Schau, siehst du, das reicht. Hey. Und so schneiden wir es dann ganz dünn. Super. Und legen es auf und marinieren das. Ich schneide das ganz dünn. Ja. Du kannst das, wenn du willst, auflegen. Das ist. Ja, schau, das kann man wirklich nur ganz zart so ein bisschen auflegen. Ich mache, ja. Aber ja, so im Kreis, klassisch? Ja, ein bisschen Kreis, dass wir es schön haben. Das, was gleich schon dort. Aber jetzt gib doch zu, dass du ein bisschen erleichtert bist, dass du dort Perfektes erwischt hast, oder? Ja, sicher bin ich erleichtert. Schau, oder? Natürlich. Nicht so cool. Ich war gerade nicht so cool da. Nein, das hat mit cool nichts zu tun, Silvia. Das ist Können, gell? Nein, Können. Weißt du, was wir Kechers falsch machen oft? Doch. Das kriegt sie oft gar nicht mit. Ja, aber das heißt dann Kreation, sitzt. Oder? Ja, genau, das ist so modern. modern interpretiert. Ja, das isst man heutzutage genau. So. Genau. Ich hätte aber gerne mal Schnitzel mit Panieren, nicht ohne. Genau. Schaut, dann gehen wir drauf, weil wir sie ja mitmarinieren dann, weil sie ja roh sind. Ja. 2-3 Stück Champignon oder ein paar Stück mehr, wie du möchtest. Halt. Das kann man dann roh essen. Das, die Champignon kann man roh essen. Und jetzt nur einmal, wir haben die Haut abgezogen aus dem einfachen Grund, weil du sagst, wenn man den Champignon wäscht, dann saugt sich das mit Wasser an. Der Champignon besteht zu 90% aus Wasser. Ja. Und wenn du in der Pfanne breiten tust und das nicht zu heiß, die Pfanne, zieht das Wasser raus. Gut, also besser schälen als waschen. Also das ist jetzt mein persönlicher Tipp, ja. So, dann geben wir... Cornelia Blank, du kannst uns noch immer schreiben, was du dazu sagst. Bitte, wir sind da sehr offen. Das war mal Bäuerin. So. Das haben wir, jetzt die Marinade war da drüber die jetzt. Die Marinade. Nüsse. Ein paar Walnusskerne. Mhm. So, schau. Jetzt nehmen wir Granatapfelkerne, je nach Liebe, das kannst du tun. Nein, dieses Bild zerstöre ich nicht. Aha, das zerstörst du nicht. Granatapfel ist jetzt diese frische, oder? Also genau, wir haben was Saures. Genau. Was Knuspriges. Was Erdiges, die Champignon und die Nüsse. Ja. So, Granatapfel. Und jetzt würde ich noch einen Schuss Olivenöl drauf geben, ein bisschen Pfeffer und einfach nur frische Kräuter. Mhm. Was hättest du gerne bei den Kräutern? Dann nehmen wir mal diesen Blutampfer. Genau, der passt nämlich farblich schön dazu. Genau. Blutampfer nennt sie das, oder? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ruhig, großzügig. Mhm. So. Darf ich das so machen? Hast du da eine Vorliebe? 2-3 oder? 2-3 Stück kannst du ruhig so. Dass ich da, so gut? Ja, ich würde mir ein bisschen Ding, dass wir. Unser Olivenkraut? Ja, das ist wunderbar. Schau, jetzt legen wir da so die Mitte noch dazu. In die Mitte? So. Haben wir es. Magst du nur mal sagen, was wir da gezaubert haben? Re-Carpaccio, einfach nur scharf angebraten, mit einer Zitronen-Olivenvinaigrette, dazu Walnusskerne, Champignon und Granatapfelkerne. So, wird da gleich alles zusammen. Am besten wäre natürlich, man erwischt alles auf einmal, oder? Ja, natürlich. Man kann wirklich so ein bisschen batzen, schau, das ist einfach so. Macht das ganz. Mm. Das ist gut. Sehr gut. Ein Champignon dazu. Ganz gut. Das Fleisch ist gut. Haben wir gut braten, haben wir gut gebracht. Super, nicht du. Das ist ja braten. Ich habe es in den Kühlschrank gegeben. Ich. Ja, genau. Super gut. Danke, recht. Nussal. Nussal dazu. Mm.
Rehnuss mit Nuss. Genau. Okay. Super. Sehr schön. Vergutzen wir dann noch. Genau. Jetzt haben wir das Maishändl, oder? Maishändl ist fertig. Ich nehme es einmal raus, dass wir es ein bisschen schneiden können. Wow. Schau, das ist groß. Hey, schau, wie schön. So, und jetzt schneiden wir vorsichtig. Hey. Das ist super saftig noch. Heiß, aufpassen beim Schneiden. Kann ich da irgendwas helfen? Nee, da kann sie mir nichts helfen. Das ist wirklich was. Aber es ist super durch. Ja. So, jetzt die Linsen. Großer Auftritt der Linsen. Haben wir es kurz rausgelassen? Nein, schau, jetzt gehen wir das einfach zu die Brösel. Ich schneide das zuerst immer auf, weil dann kommt auf der Seite auch eine Kruste drauf, nicht nur drinnen und oben, weißt du? Aha. Schau, dann dreh es einfach um. Muss man aber auch große Hände haben, damit man das so fassen kann. Das kann man dann so schön auflegen. Und dann geben wir einfach oben drauf mehr. Ein bisschen Kruste und ein bisschen Olivenöl noch. Und eigentlich, ja. What? Passt oben aufs Maishähnchen drauf. Mhm. Magst du das ein zweites Mal Natürlich. Noch? Na, du schneidest das und ich tue die Linsen rein. Und dann kannst du die schon hinsetzen. Ja. Und es dir gemütlich machen. Und genau. Schau her. So. Dann haben wir da noch einmal so gut die Linsen. So, und da ist dann auch noch mal, damit wir alles gleich haben, damit es nicht zum Streiten kommt beim Essen. So. Gut, Olivenöl musst du noch drüber gehen, oder? Upsala, Entschuldigung. So. So, und damit kannst du ruhig nur mal zusammenfassen, was du da gezaubert hast. Maishähnchenbrust mit cremiger Berglinsen. Mit einem Apfelessig und einer Maroni-Kruste mit Haselnüssen, Maroni und Semmelbröseln. Und das schaut fantastisch aus. Du kannst dich schon hinsetzen, mach da gemütlich. Und ich habe das da und das da und dann komme ich dir servieren. Wow, Wahnsinn. Schau, und sie kommen mit zum Essen zu uns. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, oder? Nein, das passt alles. Schau her, ich bin schon da. Ich serviere dir von rechts, ja, wie es gehört, oder? Dankeschön, so, danke der Herr, für Mahlzeit. Danke vielmals, danke schön. Mahlzeit, mir serviere ich einfach so. Ja. Und dann sitzt ja schon am Plätzchen. Danke nochmal, danke, Silvia. Christian, fürs danke Kochen. Danke fürs Kochen dürfen. Bis dein Schatz. Vielen alles Dank. Liebe, alles gut. Sehr gut. Nicht blöd, gell? Nicht blöd. Christian, herzlichen Dank fürs Kochen. Ich sage danke, unfassbar dass ich kommen durfte. Ich habe da ganz edel für die aufgedeckt in Gold. Ich sehe, es ist ein Wahnsinn. Siehst du das? Hoffentlich passt das Essen zum goldenen Besteck. Ja, bitte, allemal. Falls Sie sehen wollen, was bei uns alles nicht so gold ist, wie es glänzt, sage ich jetzt einmal. Also die Hintergrundgeschichten, die haben wir für Sie immer auf Facebook unter @silviakochtorf2 oder auch auf Instagram @silviakocht. Da zeigen wir Ihnen, was nicht immer ganz funktioniert hat. Richtig, genau. Mahlzeit. Danke, danke. Maishändl. Ja, mit der Kastanienkruste. Mit Kastanienkruste. Und diese cremige Berglinsen. Ist uns gelungen, glaube ich. Die Linsen sind super. Jetzt verstehe ich auch, warum du den Honig reingeben hast. Kommt nachher. Ganz das so ein eigene Geschichte. Ja. Super gut. Christian, herzlichen Dank. Ich sage danke, dass ich kommen durfte. So lieb, dass du, dass du dem Land Tirol die Treue gehalten hast. Und das ist Wien, oder? Das ist Wien. Und das ist Wien, also danke an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich kommen durfte. Und viel Spaß beim Nachkochen und wünsche deinen Zuschauern einen schönen ersten Advent. Schönen ersten Advent, das ist perfekt. Ja, Ihnen zu Hause alles Liebe. Danke und Christian, herzlichen Dank. Danke, Baba.